morgen, am Montagmorgen, kann man ein bisschen richten, dass ich müde bin. Montagmorgen, der 27. März. Was war das? Hat sich angehört wie ein Zahnriemen. Oder sowas ähnliches. Habe ich gerade die Mühle aus der Werkstatt geholt, beziehungsweise die war ja am Wochenende in Kaiserslautern, mein Junior. Und war ich bei uns in der Werkstatt, habe die Mühle da rausgeholt. Jetzt fahre ich rüber und sattel auf. Ich sattel den Dreiachser auf. Dann fahre ich mit nach Rüsselsheim runter. Das wird schön sein. Das wird schön werden heute Morgen im Berufsverkehr. Schauen wir mal. Dort lade ich dann oder helfe ich dann die Container wieder wegzufahren. Die gehen rüber nach Flörsheim. Gemacht habe, dann gibt es entweder Lego-Steine für nach Hause, Mello, der Bagger wird noch nicht fertig werden, denke ich heute. Gehen wir nicht davon aus. So, die Kollegen sind schon alle weg. Keiner macht das Licht aus, ihr Schaufsäckel. So, stelle ich gleich um. Achszahl 7. Dass wir das schon mal gemacht haben. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Gemacht und der Akku schon wieder leer. Hab meinen Container geladen. Ich lade nur einen. Ein Kollege hat zwei Stück geladen. Ah ja. Ich, wie gesagt, nur einen. Was ist das? Akku von meiner dritten Kamera, den habe ich gesucht. So. Jetzt warten, bis der Mello hinten dran weg ist. Macht sich gerade die Schaufel dran. Ach, kalt ist es.
Auch wenn es nicht so aussieht. Heißt, aber ich weiß noch, wo es ist. Stehen hier noch drei. Der Kollege kann noch, fährt dann später wahrscheinlich noch mal zwei Stück. Und ich lade den einen noch und dann sind die auch alle weg. Gerade am Telefon steht ja schon wieder ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie ich da hinten rumkommen soll, wenn hier vor der Einfahrt Autos stehen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Für mich geht das nicht. Ich muss hier rückwärts rein. Fernbedienung.
Sorry fürs Anliegen.
Akkus sind heute irgendwie verdammt schnell leer. Keine Ahnung, was das, warum das schon wieder ist. Doch. Gefühlte 20 Minuten Film und Akku leer. So. Gott, ach Gott, ach Gott. Entschuldigung, das war gerade mein Kühlschrank, der eigentlich nicht zugehen sollte, wenn ich losfahre. Der ist eingerastet. Ja. So, Neustadt. Baustelle Neustadt, Gartenstraße ist, wie gesagt, es geht, man kann reinfahren, wenn ein Fahrzeug blöd steht, und dann, dann fährst du eben nicht mehr rein. Das ist halt Schicksal. Ich finde, da steht ein 920, ich weiß nicht, ein Mobilbagger oder ein Gummikettenbagger, das weiß ich nicht genau. Fahre ich so rum, fahre ich auch nicht, ich fahr eingebaut auf der Autobahn. Ja, ist doch gut. Hier. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ist so. Also hier raus wäre ich eh nicht gekommen. Gucken, ob ich hier vorne einer steht auf dem Weg. Okay. Das hier ist meine Zielstraße. Ach Gott, nee. Ich liebe es. Komm nur, komm, fahr doch her. Wären sogar groß genug, hier könnte ich sogar drehen. So, vorne, wo dieser Weise steht, da werde ich irgendwo laden müssen. Da steht ein Bagger. Komm, danke. Da steht der Bagger. Gucken, wie ich das jetzt am blödsten mache. Danke.
Fahrer. Hier vorne ist eine Einfahrt, ne? Letzte Auto wieder in die größte Gasse geschickt. Reicht? Komm durch! In der Backe hätte ich ja Gummikette. Ich gehe jetzt mal davor. Mach mich doch mal schlau. Hey. Alter, sehen wir mal weiter. Und fahr den Bagger seitlich drauf. Sorry fürs Warnblinken. Jetzt habe ich sowieso eine Einbahnstraße hier, ne? Rausgequält. Leider sind die besten Aufnahmen sind wieder nicht drauf, weil die Kamera aus ist und ich habe es nicht gerafft, ich habe es nicht gemerkt. Diese da hinten. Naja, wie gesagt, ich bin eigentlich draußen. Links abbiegen, dann nur noch Richtung Autobahn fahren und dann habe ich es geschafft. Wunderschönen guten Morgen. Dienstagmorgen ist 10 vor 7. Ich habe gerade Bagge umgeladen. In Anführungszeichen alten 914 abgeladen, den ich gestern in Neustadt geholt habe, und den neuen drauf. Fahre ich noch über den Hof, lade noch die Fräse. Schweinekalt haben wir es heute mal. Was heißt Schweinekalt, aber im Gegensatz, was ist los, wollen wir mal fahren. Im Gegensatz zu den letzten Tagen ist es richtig kalt. Wir haben minus 2. Wenn es halt nicht mehr gewohnt. Wie gesagt, fahre ich rein in den Hof, lade noch die Fräse. Holger ins Lager Aulenbach zum Asbestputz fräsen. Schöne neue Bagger. Der schöne neue Bagger. So, bin wir leer in Baumholder. Jetzt fahre ich rüber nach Frankenthal zur Katt. Da steht einer unserer neuen Bagger abholbereit. Dürften 3,30 sein. Dürfte ein 3,30 sein.
So, ich bin im Hof, ich bin leer. Ich werde jetzt versuchen, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, den langen Arm vom KMC abzumachen. Und den Erdbauarm dran. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr so genau, wie das Ganze funzt. Muss ich jetzt erstmal gucken. Eingehängt. Jetzt muss ich da hin. Gucken, dass ich das hier treffe. Habe ich schon mal abgehängt, große. So, der ist jetzt drin. Ich habe keinen Plan mehr. Es wird zwei öffnen. Hier hoch. Jetzt müsste ich den Arm ablegen können. Ich muss nur dran denken, dass ich später die Elektroverbindung abmache. Sehen. Super, ich film wieder nichts, ne? Einfach mal die Kamera vor. Sorry. Also der Arm ist definitiv lose. Rausgehen. Ich muss die Verkabelung wegmachen, sonst ist die ab.
Vorne steht der Erdbau an. Machen wir jetzt gleich dran. Mal schön die Hydraulik-Schnellverbindungen sehen. Runterfahren. Jetzt fehlt nur noch die Elektrik. Und wenn die dran ist, jetzt ist aber der Bagger müsste normal. Jawohl. Und wenn die Elektrik dran ist, dann funktioniert auch wieder der dann. Was laber ich denn? Dann hört das Piepsen auch wieder auf. Aber da wir den Arm ja später abmachen wieder und dann
lasse ich das jetzt einfach so. So wäre der Bagger jetzt eigentlich ladebereit. Mit dem Arm hat er 52 Tonnen circa. Jo. Fahr mal rein in die Halle. Sattel um. Bagger geht morgen früh nach. Ich sag's euch gleich. Ich muss erst noch mal gucken. Also den Bagger laden wir morgen früh erst. Der steht hier vorne. Ja, und dann haben wir Schluss für heute, Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß bei der Sache. Bis zur nächsten Folge. Habt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Like und ein Abo bitte nicht vergessen. Danke. Ciao.